Einseitig selbstklebend, mehr oder weniger flexibel, unterschiedliche Klebersysteme, Bitumen, Butyl oder Acryl, silikonisierte Rückseitenfolie, mal ungeteilt oder maximal mittig geteilt, bei allen Anschluss- und Detailbahnen die gleiche Problematik. Das alles haben wir bei der Entwicklung unserer neuen Steildach-Anschluss- und Detailbahn berücksichtigt. Mein Name ist Eckehard Fritz und in diesem Video stelle ich euch unsere neue Bahn Bauder Top SDK ausführlich vor. Viel Spaß! Lässt man die Anschluss- und Detailbahn im Rahmen der Arbeiten los, dann rutscht sie nicht selten durch die Neigung des Daches ab. Wenn das Ganze unglücklich läuft, muss man vom Dach heruntersteigen und den eben gemachten Zuschnitt holen. Das kostet Zeit und Nerven. Und genau hier kommt unsere neue Anschluss- und Detailbahn Bauder Top SDK ins Spiel. Sie ist so aufgebaut, dass quasi eine dritte Hand in die Bahn integriert wurde. Eine dritte Hand, die das lästige Abrutschen sicher verhindern kann. Auf der Bahnenrückseite ist die silikonisierte Abziehfolie auf der Acrylkleberschicht zweimal geteilt. Diese Teilung ist so gewählt, dass in der Bahnenmitte eine 4 cm schmale Abziehfolie und rechts und links jeweils eine 13 cm breite Abziehfolie vorhanden sind. Zuerst wird bei der Bauder Top SDK ein Stück des mittleren Abdeckstreifens abgezogen. Nun wird dieser klebende Bereich am Detail angesetzt und angeklebt. Einerseits kann so die Bahn noch korrigiert bzw. ausgerichtet werden, andererseits rutscht die Detail- und Anschlussbahn nicht mehr ab. Die Bahn ist nun in der richtigen Position, sodass im nächsten Schritt die beiden rechts und links befindlichen 13 cm breiten silikonisierten Abdeckstreifen abgezogen werden können, ohne dass die Bahn verrutscht. Zum Schluss erfolgt die endgültige Verklebung rechts und links der Detail- und Anschlussbahn. Aber nicht nur im Detailbereich macht diese dritte Hand Sinn. Auch beim Überkleben von Konterlatten spielt sie ihre Vorteile aus. Die Anschluss- und Detailbahn, die hier als Kappstreifen über den Konterlatten dient, wird auf der Oberseite der Konterlatte aufgelegt, ein kurzes Stück des mittigen silikonisierten Abdeckstreifens abgezogen, damit dieser Teil auf der Konterlatte klebt. Nun kann der Kappstreifen auf der Konterlatte in der gesamten Länge ausgerichtet werden und nachfolgend der komplette mittlere Abdeckstreifen abgezogen werden. Der Kappstreifen ist nun im mittleren Teil fest fixiert und kann weder verrutschen noch abrutschen. Zum Schluss werden auch hier die linken und rechten Abdeckstreifen abgezogen und damit die Anschluss- und Detailbahn über der Konterlatte exakt verlegt. Diese Lösung wird immer dann verwendet, wenn die hölzerne Konterlatte vor Feuchtigkeit und damit auch vor Verrottung geschützt werden soll. Die Anschluss- und Detailbahn Bauder Top SDK kann noch mehr. Mehr im Detail wie Dachfenster, Kehle, First oder Grat. Mehr im Kopfstoß oder auch im Übergangsbereich von einer auf die andere Dachfläche. Dazu ist die Bauder Top SDK diffusionsoffen, sodass gegebenenfalls eingebaute Feuchtigkeit sicher nach außen abtrocknen kann. Neben der Diffusionsoffenheit spielt die Elastizität im Detailbereich eine große Rolle. Bauteile dehnen sich unterschiedlich aus, was die Anschluss- und Detailbahn sicher ausgleichen kann. Auch das Anarbeiten im Detailbereich geht wesentlich leichter von Hand, wenn die Bahn flexibel und somit dehnbar ist. Eine Bahn endet, die zweite neue Bahn wird mit ca. 10 cm Überlappung verlegt. Um den Anschluss regensicher herzustellen, wird dieser Bereich mit einem Streifen Bauder Top SDK überklebt.
Eine Dachfläche ist ohne Wärmedämmung, eine zweite Dachfläche mit Wärmedämmung. Somit entsteht ein Höhenversatz, den wir auch mit Baudertop SDK überkleben. In unserem Fall ist der Höhenversatz so groß, dass wir zwei Streifen Baudertop SDK nutzen, um diesen Übergangsbereich sicher auszubilden. Überzeugt euch selbst von der Anschluss- und Detailbahn Baudertop SDK. Ich bin mir sicher, ihr werdet begeistert sein. Empfehlen kann ich auch diese beiden Videos zum Thema Steildach. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Fragen und natürlich über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.